I'm Anita Farke and I'm the News. Stubgen provokes criticism of basic income ahead of Interior Ministers' Conference. Comprehensive Report. Criticism of basic income ahead of Interior Ministers' Conference. In the days leading up to the upcoming Interior Ministers' Conference, the controversial basic income once again takes center stage in public and political interest. The basic income, which replaced the Hartz IV system just two years ago, ist once again a hot topic. Die Opposition, Sozialverbände und einige Wirtschaftsexperten kritisieren scharf die aktuelle Gestaltung und Anwendung dieses staatlichen Transferprogramms. Das Bürgergeld wurde seinerzeit von der regierenden Koalition aus SPD, Grünen und FDP eingeführt. Es sollte als Reaktion auf die stark kritisierte Hartz IV-Gesetzgebung Armut bekämpfen und den Sozialstaat stärken. Politiker und kommunale Vertreter aus konservativen Lagern, sowie neoliberale Strömungen äußern jedoch immer wieder Zweifel an der Effektivität und den langfristigen Auswirkungen des Bürgergeldes. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jens Spahn äußerte kürzlich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Bedenken bezüglich des Bürgergeldes. Seiner Meinung nach fehlt dem Bürgergeld Anreiz zur Eigeninitiative und es wird langfristig zu einem Verlust an Arbeitsmoral führen. Wir sehen bereits jetzt, dass die Arbeitslosenzahlen stagnieren, obwohl sich die Wirtschaft erholt. Das Bürgergeld lädt dazu ein, in der sozialen Hängematte zu verweilen, so Spahn. Prominente Unterstützung erhält Spahn von einigen Vertretern der Wirtschaft, wie dem Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, DIHK, Peter Adrian. Adrian warnte vor einem dauerhaften Subventionsstaat, wenn das Bürgergeld nicht restriktiver gestaltet würde. Die aktuellen Regelungen verkennen die Wichtigkeit der Selbstverantwortung jedes Einzelnen, betonte Adrian und forderte eine deutlichere Kopplung der Bezüge an eine Gegenleistung. Aber auch aus sozialen und humanitären Perspektiven gibt es kritische Stimmen, wenn auch in eine andere Richtung. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband der Paritätische macht auf die offenkundigen Mängel und Herausforderungen des Bürgergeldes aufmerksam. Ulrich Schneider Hauptgeschäftsführer des Verbandes nennt das Bürgergeld unzureichend und bürokratisch. Der Verband kritisiert vor allem die Höhe der Leistungen, die laut Schneider nicht ausreicht, um den Lebensunterhalt zu sichern und gelegentlich noch nach alter Hartz-IV-Logik sanktioniert würde. Menschen in Not werden weiterhin gegängelt und klein gehalten, so Schneider. Ein Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft IW bietet unterdessen gemischte Ergebnisse. Zwar erkennt man positive Effekte wie eine Reduktion der absoluten Armut und die Stärkung der sozialen Sicherung in Krisenzeiten. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass Missbrauch der Leistungen nicht selten ist und eine notwendige Bedingung für den Erhalt des Bürgergeldes, der umfassende Arbeitsnachweis vieler Hilfsempfänger, nicht konsequent kontrolliert wird. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, defends the basic income strongly. But also points out a willingness to adapt. There are opportunities to improve the efficiency and effectiveness of the basic income that we need to address without jeopardizing the fundamental idea of the social safety net, Heil said in a press conference. The basic income remains a complex and controversial topic that divides society and hardens political fronts. Whether and in what form it will be reformed or changed, depends not least on the results and decisions of the upcoming minister of the interior conference. author anita fock sunday, june 16, 2020. danke fürs zuhören. denk immer an eine möglichst nette bewertung, um uns zu unterstützen.